Monkey. Du hast ja gar nichts gesagt. Worüber? Weil ich dich nicht hab ziehen lassen. Was hätte ich sagen sollen? Du kommst heim. Dein ganzes Leben ist ausradiert und du willst dich rächen. Verstehe ich. Für dich ist alles ganz simpel, oder? Es ist, wie es ist. Was ist das hier? Das war eine Fabrik. Früher im Krieg haben sie hier Mechs gebaut. Riesige Mechs. Und was machen wir hier? Wir suchen jemanden. Wen? Einen alten Freund meines Vaters. Er ist hier zu Hause. Er kann uns vielleicht helfen. Wenn er noch am Leben ist. Ja, hallo Leute, hier wieder euer Toso mit Let's Play Enslaved und sie schafft schon wieder an, als ob es nichts anderes auf der Welt gäbe. Wir sammeln natürlich zuerst alles, was zu sammeln ist. Und folge mir. Ja, Tripitaka, natürlich. Und haben schon einmal das erste Halluzi-Ding. Und der läuft ein wenig langsam noch. So. Wir machen einmal einen Blick rundum. Ja, ja. Chip. Nimm dich vor dem Wasser hier in Acht. Es ist mit Mech-Treibstoff verseucht. Mech-Treibstoff, okay. Also, dieser Freund von deinem Vater, wie soll der uns denn helfen? Um Pyramid zu finden, müssen wir einem der Sklavenschiffe folgen. Und es gibt nur einen Weg, um das zu tun. Hat er ein Fluggerät? Ja. So hat er uns immer die Schrottteile geliefert. Ich muss ihn nur dazu bringen, dass er es uns überlässt. Und wie willst du das anstellen? Das habe ich mir noch nicht überlegt. Ja, überlege mal schnell. Weil viel Zeit wird dir nicht bleiben. Ja, das Wasser sieht wirklich nicht sonderlich gesund aus da, gell? Gehen wir. Ja komm, Trippy, mach doch nicht einen auf Stress. Da ist sogar eine Giftwolke. Hängen da Köpfe? Nö, okay. Gut. Wo bist du denn jetzt hin, Schatz? Dort scheint auch Frühling zu sein. Seht ihr die Schmetterlinge? Ah, der kommt gut. Das sind Mech-Köpfe. Ja, gut schon. So, Trip. Max, warte hier. Ich scanne. Einer davon. Nein, warte. Da sind zwei. Von hier aus geht's nicht weiter. Doch. Den Pfad hier hat er für Leute angelegt, die ihn in der Fabrik besuchen wollen. Ich war schon ein paar Mal hier. Leg den Schalter da oben um. Ja, klar.
Cloud haben wir. Gut. So, jetzt ist die Frage, wie machen wir das da wieder mal? Da hat keiner ein Manko, gell? Und die rufen sicher Verstärkung, ist ja klar. Der eine ist ein Funkenkitzler und der andere ist ein Schildmeck. Ja, so viel Munition haben wir auch nicht mehr, gell? Aber egal. Komm hoch. So, war's das jetzt? Alles klar. Okay. Sie hält sich immer bedeckt im Hintergrund, das kommt ja gut, gell? Aha. Leg den Schalter um. Jawohl. Aber zuerst, wie immer. Schauen wir mal, was das gibt. Und sollen wir den gleich ausschalten oder erst später? Na egal. So, was erledigt ist erledigt. Da ist noch einer. Okidoki. Wir werden da einmal das Gelände säubern, denke ich. Oh oh. Sollen wir das gleich tun? Ist ja egal. Das sind die Boxer-Mechs, die haben es ja faustdick hinter den Ohren. So, jetzt bin ich neu, ob wir eine Ampulle nehmen können, noch immer nicht. Aber egal. Wir surfen mal ein wenig durch die Gegend hier. Da kommt er wieder nicht drüber. Oh doch. Das haben wir jetzt vergeigt. Hätten wir nicht gebraucht. Egal. Da ist noch ein Ort.
So, jetzt haben wir wieder mal die Übersicht verloren. Ach, da oben ist der Schalter, okay. Kommen wir wieder rauf? Nö. Naja, da ist die, da müssen wir hin, da, da kommen wir auf, okay. Na, Leute, das ist schon ein wenig her, seitdem wir das letzte Mal gespielt haben. Schau, das gibt's doch nicht. Ich glaub's ja nicht. Wir werden das dann anders machen. Fuck, ich bin ja auch so ein... Dann laufen wir halt, wenn der das nicht will. Seht ihr, so geht's ja auch. So, Trippy, jetzt hast du mich doof. Wenn ich mich recht erinnere, müsste hier irgendwo ein Boot sein. Mit dem Boot kommen wir durch die Tunnel. Dort finden wir ihn bestimmt. Na komm, Trippy. Ich glaube, es geht hier lang. Beware of dog, of hawk? Okay. Dann lass uns eintreten. Gut so. Wir machen hier einen kurzen Schnitt und sehen uns gleich wieder.